Servus und Hallo auf Review Entertainment. Heute geht's um A Blowout, nicht Brian De Palmas bester Film, aber immer noch ein sehr, sehr guter. John Travolta hier in seiner ersten ernsteren Rolle spielt einen Ex-Bullen, der jetzt für die Soundeffekte in Billigfilmproduktionen zuständig ist, was übrigens für eine ziemlich coole Eröffnungssequenz sorgt. Eines Nachts ist er wieder unterwegs mit seinem Rekorder, um Geräusche für den nächsten Film aufzunehmen, bis er Ohrenzeuge eines Unfalls wird. Er eilt zu Hilfe und birgt eine Frau aus dem Autowrack. Der Lenker stirbt und es stellt sich heraus, dass es bei dem Mann um den laut Umfrage vorne liegenden Gouverneurskandidaten handelt. Jack und Sally werden angewiesen, alles, was sie gehört und gesehen haben, zu vergessen. Jack glaubt aber nicht an einen normalen Unfall und forscht weiter nach. Mit Hilfe des Films von Manny Karp, gespielt vom wieder großartigen Dennis Franz, der ebenfalls zufälligerweise am Unfallort war mit der Kamera, und Jacks Tonaufnahmen des Unfalls, gelingt es ihm, die Nacht zu rekonstruieren, doch niemand glaubt ihm. Schlimmer noch, denn jetzt sind nämlich Jack und Sally das Ziel des Politkomplotts und sollen vom Killer, gespielt vom John Lithgow, ausradiert werden. Und genau da liegt da mein Hauptproblem im Film. Der Film strickt nämlich ein sehr gutes und beinahe aussichtsloses Komplott, doch driftet er im letzten Akt in den Tötungswahn vom Auftragskiller John Lithgow ab. Diese Inkonsequenz lässt den Schlussakt meiner Meinung nach mehr zu einem gewöhnlichen Thriller verkommen. Extrem gut gefallen hat mir De Palmas mechanische Darstellung des Films. Es wird die Tontechnik, Aufnahmeverarbeitung in aller Genauigkeit gezeigt. Fest für alle Film- und Technik-Freaks. Trotz der Schwächen im Drehbuch kann man den Film vollendes genießen. Er wird nie langweilig, nur weiß man am Ende, da wäre sehr viel mehr drin gewesen. Was bleibt, sind die typisch De Palma großartigen Aufnahmen und ein Supercast, Travolta, Lithgow und Dennis Franz. Bei der Erhältlichkeit schaut es folgendermaßen aus: Die deutsche DVD geht gebraucht für unter 5 Euro weg, hässliches Cover inklusive. Für die Criterion Blu-ray darf man gut und gerne 20 Euro hinlegen, der Wert ist es aber allemal. Fazit von mir: ein sehr guter, wenn auch nicht ausgezeichneter Polit-Thriller, den man gesehen haben sollte. Ja, aber wieso auch meine Meinung oder meine Worte dafür nehmen? Hier noch drei gute Gründe von Criterion selber für diesen Film. Danke und auf Wiederschauen. I was there. That tire was shot out. I heard it. I recorded it. Don't listen to her. She made me do it.